Was ist so traurig an Trump? Das, was mich wirklich traurig macht an der Entwicklung in Amerika, ist, dass wenn ich mir Politik anschaue, wie ich denke, dass Politik funktioniert, dass es immer um zwei Ebenen geht. Hier sind die Menschen, das Volk, und die wählen jemanden hierher, der gewisse Dinge für sie tun soll. Ja, managen, führen, verteilen und so weiter. Natürlich wählen die Menschen hier jemanden her, von dem sie denken, dass er ihre Anliegen, ihre Bedürfnisse am besten erfüllt. Und damit ist die spannende Frage nicht, wer ist hier, sondern die spannende Frage ist mehr, wer ist hier und hat ihn hierher gewählt. Und das macht mich sehr, sehr traurig, denn wenn ich hierher schaue, dann kann ich mich vielleicht reinversetzen, wie wäre das, wenn ich ein Farmer wäre, irgendwo im Midwesten, ja, dem es eigentlich mal sehr gut ging, der das Gefühl hatte, okay, mein Leben ist in trockenen Tüchern, ich kann meine Familie ernähren, meine Kinder ernähren, ich kann sie vielleicht sogar aufs College schicken. Es geht eigentlich ein bisschen bergauf oder zumindest gerade dahin. Und was ist, wenn mir dieses Gefühl abhanden kommt? Was ist, wenn mir auf gewisser globale Zustände oder auch der Zustände im eigenen Land plötzlich die Idee kommt, ja, vielleicht geht es nicht gerade dahin oder bergauf, vielleicht geht es sogar bergab. Und wenn ich mich da dem immer mehr ausgeliefert und immer hilfloser fühle, wenn ich das Gefühl habe, eigentlich wurde mir immer versprochen, ich bin wer oder ich sollte wer sein oder mein Land ist etwas. Und plötzlich habe ich das Gefühl, vielleicht ist das ja gar nicht mehr so. Vielleicht bin ich ja mit meiner Farm nicht mehr so viel, weil irgendwie andere sind wer, die im Internet sind oder die große Firmen da gründen oder eigentlich kenne ich mich damit ja gar nicht mehr aus. Wenn ihr in den Medien lest, das sind die Abgehängten, die Hilflosen, die den Anschluss verlieren. Das sind aber nicht nur Worte, das sind ja Zustände, das sind Emotionen. Natürlich denke ich mir, wenn ich da dazugehöre, dann werde ich jemanden, der mich möglicherweise in diese Lage gebracht hat oder der ein Lager vertritt von denen, die mich in diese Lage gebracht haben, nämlich die Banker und die Reichen und so weiter, natürlich kann ich dann die nicht wählen. Was unendlich traurig ist, für mich zumindest, dass als einzige andere Alternative die zweite Alternative übrig bleibt. Das heißt, entweder ich wähle dafür, dass ein Zustand, der mir nicht mehr gefällt und der für mich nicht mehr stimmt, weiter besteht, was ich dann natürlich nicht kann, da würde ich ja selber mir untreu werden, oder ich muss für das wählen, was wir jetzt haben. Das heißt, das erste Traurige ist, dass es da so wenige Alternativen gibt. Das zweite Traurige ist, dass wir als Gesellschaft, und damit meine ich uns als ganze Gesellschaft, ja, nicht hinschauen, wo Menschen sind, die diese Bedürfnisse haben und die denken, dass sie diese Bedürfnisse nur so lösen können. Wenn ich noch genauer hinschaue, dann sehe ich im Moment da oben jemanden, der sehr, sehr verächtlich auf alle anderen herabschaut. Dann frage ich mich, wenn das eine Lösung ist, wenn das ein Symptom für etwas ist, wofür könnte das ein Symptom sein? Wie haben denn die, die früher da oben waren oder sich vielleicht da oben fühlen, auf die, die da unten sind oder sich da unten fühlen, hinabgeschaut? Vielleicht genauso wie der, der jetzt da oben ist, auf alle anderen hinabschaut? Und ist es nicht spannend, dass die, die sich vielleicht entrechtet oder hilflos oder sonst etwas fühlen, jemanden gewählt haben, dem es völlig egal ist, wie sehr er angegriffen wird, wie sehr er beschmutzt wird, wie sehr er in Frage gestellt wird und er trotzdem im Sattel bleibt. Er sagt, es ist mir alles sowas von egal. Freut es die da eher mehr oder beschämt es die eher mehr? Wenn der Grund ist sozusagen, dass ich mich entrechtet, ausgegrenzt, abgewertet fühle und jetzt jemanden, der von der ganzen Welt genauso gesehen wird, da oben hingesetzt habe und der hält sich, na, dann habe ich doch genau das erreicht, was ich erreichen wollte. Was ist die Lösung? Die Lösung ist in meinen Augen nicht zu sagen, was habt ihr gemacht, wie kann man das tun? Die Lösung ist, was fehlt euch, dass ihr das als eure Option angesehen habt? Was braucht ihr
damit ihr euch ein anderes Mal anders entscheiden könnt. Ähnlich wie in dem Video, rechts wählen ist ein Hilferuf. Nach welcher Hilfe rufe ich, wenn ich rechte Parteien wähle? Nach welcher Hilfe rufe ich, wenn ich Nationalisten wähle? Nach welcher Hilfe rufe ich, wenn ich Mauern bauen will, Grenzen hochziehen will, Panzer hinstellen möchte? Wonach rufe ich dann? Und wenn ich diese Hilfe auf eine andere Art bekommen könnte, müsste ich dann genauso wählen? Müsste ich genauso viele Mauern bauen und Zäune? Glaube ich wirklich, dass das eine echte Hilfe ist? Oder gibt es vielleicht Hilfen, die wirklich wirkungsvoller sind, was dann andere Symptome obsolet machen würde? Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like da. Wenn du mehr Antworten möchtest, dann abonniere den Kanal. Am genialsten wäre es, du lässt eine Anregung oder eine Frage in den Kommentaren, weil die können wir hier auf diesem Kanal dazu verwenden, noch weitere Videos zu produzieren und noch weitere Fragen zu beantworten.